Da sind wir wieder, liebe Leute. Dark Souls 3 geht weiter. Teil Nummer 12 müsste das jetzt sein. Und wir starten die Uhr. 30 Minuten. Wir holen uns jetzt das Katana. Wenn schlecht läuft, sehen wir jetzt 30 Minuten. Jan kämpft gegen Typ mit Schwert. Wenn es gut läuft, sehen wir auch noch einen Endboss. Happening. Ich komme hier nicht raus. What? Komme ich hier nicht raus? Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Wieso komme ich hier nicht raus? Leute, was ist da los? Da, wo einst ein Durchgang war, ist er nun nicht mehr gegeben. Oh. Ein Gigant oder ein Giant. Wie hübsch. Hier geht es auch noch weiter. Nicht weiter. Überreste. Lasst uns hier mal weiterschauen. Da auf dem Dach. Hier ist eine Abkürzung. Hurra für Springen. Doch nicht, oder? Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal auf das Dach kommen. Gehen wir mal den Weg hier weiter. Ob sich hier noch was verbirgt. Es könnten überall versteckte Durchgänge sein. Aber wieso komme ich hier nicht raus? Komme ich hier wieder raus? Bizarr. Sehr bizarr. So, liebe Leute. 6 Flakons. Und ein Mann mit Schwert. Schade. We tried and we failed. So we try again. Wieso komme ich hier als nicht durch? Gehen wir wieder hier hoch. Hier komme ich auch nicht durch. Welch übler Zauber ist jenes? Ich habe einen Plan. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn umsetzen kann. Plan lautet, runterschucken. It doesn't come cheap. That's good. Scheiße. That's not good. Yes! Victory! I'm victorious with the cheap tricks. I'm victorious with the cheap tricks.
Was lässt sich nicht von dieser Seite öffnen? What? Speichern. Ja, Dobadut. Ich weiß schon. Ich wollte nur dennoch mal kurz mich hier noch umgucken. Siehst du? Das hier hätte ich so übersehen. Ost-West-Schild. Habe ich nicht eingesammelt. Oh, hallo. Scheiße. Ja. Ihr seid... Ah, jetzt. Fangt's aber auch mal. Ich finde es schön, dass man sich jetzt so leicht bewegen kann, während man trinkt. Wenigstens langsam. Was war hier oben eigentlich was? Ich war hier oben ganz am Anfang mal. Nee, hier war nichts. Nichts gewesen. Ah ja, okay. Sehr. Das heißt, hier komme ich runter. Flup. Dann ist hier der Eingang. Okay. Dann gehen wir hier mal wieder zurück. Hey. Echt den allerbilligsten Trick angewendet. Komme ich da wieder nicht raus. Warte mal, bevor ich das vergesse, stimme ich doch noch mal einen Zauber ein. Und zwar diesem hier. Der müsste doch geiler sein. Kann ich nicht so oft benutzen, aber sollte besser sein. Upsa. Wir warten. Ah, wir haben ja auch hier noch ein paar. Was brauche ich denn nicht? Freude. Freudensprung. Freude brauche ich nicht. Den wechseln wir mal. Was haben wir denn? Gebet. Gebet finde ich eigentlich ganz cool. Nehmen wir Gebet. Kann ich kindeln? So, wir kommen hier durch. Very good. Wahrscheinlich macht das auch echt die Hälfte der Leute mit diesem Kacktrick. Oder Trick. Mit der Doofheit der Leute. Ah! Gewänder des Meisters. Hier ist auch mein Set. So. Taugt des was? Kann ich gar nicht benutzen. Uchikatana. Da brauche ich nämlich noch Geschicklichkeit. Die sollten wir aber auch mal ausbauen. Was haben wir hier noch? Haben wir irgendein geileres Schild? Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Robustheit, physisch. Blankenschild, Mann. Also physisch 100 sollte es schon haben eigentlich mittlerweile. Ach, das hier. Warum sollte ich mir das nehmen? Das finde ich ja ganz nett. Rot-Weiß-Schild. Aber die taugen halt alle nix. Die Rundschilde. Das hier möchte ich, aber dafür bin ich noch zu schwach. 36. Aber da arbeiten wir drauf hin. Aber ich muss jetzt sowieso ein bisschen in die Geschicklichkeit gehen, weil ich will auch hier benutzen können, Hellbarden und solche Sperenzchen. Und da war ich immer großer Fan von. Ich hoffe, ich kriege das hin, irgendwie diesen dreigleisigen Bild zu fahren. Ah ja. So, jetzt ist guter Rat teuer. Jetzt versuchen wir da einfach zu dem zu kommen. Vielleicht lasse ich mich auch einfach mal rufen. Aber so. Zwei Endgegner fast nebeneinander. Ist doch irgendwie komisch. Ich
Mach mal mein Zeichen einfach hier hin. Ihr könnt mir ja mal ganz kurz den Hinweis geben, ob, wenn ich, also wenn ich hier in diese Kirche gehe, ob das der richtige Weg ist. Ist beschworen. Perfekt! Den gekillt und beschworen. Win-win. Auf geht's. Auf zu neuen Abenteuern, liebe Leute. Und wer, der geht sofort drauf. Da gibt's aber Ärger. Ach ja. Schauen wir mal, wie lange ich jetzt durchhalte. Hier bin ich. Sunbro for the win! Der hat auch so eine coole Rüstung. Sind das Standardrüstungen? Ist das, was der anhat, eine Standardrüstung? Ich stelle jetzt klare Ansage an den Chat. Und muss ich in die Kirche, um weiterzukommen? Das sind Sachen, die ich mich frage. Das möchte ich gerne von euch wissen. Ich weiß ganz genau, dass mindestens einer von euch da Bescheid weiß. Ich guck mal in deine Richtung. Oh. Shit. Nix gibt's. Alright. Alright. Weiteres Phantom wird beschworen. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Was ist denn da los? Nice. Nice. Haha, wie dumm. Upsa. Ich begrüße auch alle Neuen, die jetzt dazugekommen sind. Recht herzlich. Ja, abfahre. Auch wenn das die nicht killt. Aber aus dem Weg ist aus dem Weg. So. Hammer auf den Druck. Komm, ich hau auch nochmal. Yes! Ach, ich freue mich. Einfach schön. Nice. Ich kann Leuten helfen. Bekomme dafür Medaillen. Lebendigkeit. Es ist einfach fantastisch. So freue ich mich. So macht es Spaß und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Bei jedem sitzt der noch da. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass ich vielleicht Scheiße gebaut habe. Aber man wird sehen. Noch ein zweiter wäre mir da ganz recht. Einfach nur sicher. So, trinken wir mal was. Wenn der jetzt hin. Ich warte hier, ne? Ich warte hier. Ich lauf dem doch mal hinterher. Ich laufe aber echt wie ein Mädchen. Das sieht man schon. Das ist jetzt nicht gerade
der männlichste Gang ist. Wo ist der jetzt hin? Ist der hier runtergegangen? Oh! Hä? Wahrscheinlich, ja. Die Soundkulisse ist so abartig gut gelungen. Freue ich mich auch um jeden Todesschrei. Das kann natürlich auch sein, dass nicht jeder diese Tussi findet. Ja, guck mal. Herzen für den Chat. Sind sie super. Könnte man damit auch so Tippen machen? Ich bin ein Mädchen. So, wir begrüßen erstmal. So, jetzt Unfug. Zack! Ich habe ja auch die Heilung. Da kann ich Leute heilen. Ich bin voll supporting. Wo geht ihr eigentlich alle hin? Ich möchte diesen Hund töten. Hallo, Hund. Schwamm. Zack. Oh, das hat er überlebt. No one was expecting jenes. Mich oder auf ihn? Okay. Where you come from? Ach, so schön. Okay. Kein Problem. So, wo willst du hin? Was ist hier? Bauch befindet sich ein Wandlungsofen. Mhm. Du, mich auch. War der da noch nicht? Doch, bestimmt. Komm, komm Junge! Wir machen Endgegner. Hoffe ich. Wieso will denn keiner machen? Davor werde ich immer zurückgeschickt. So, Vorsicht, der schmeißt. Ja, fällt. Geht ab. Ratsch. Nur um nochmal sicher zu gehen. Auf geht's, ab geht's. Man kann den einfach nicht backstabben. Also mal den hier versuchen. Aber okay. We can do that. We can do that. So. Jetzt aber. Endgegner. Was geben? Okay, ja, dann zu dem. Dann warte ich hier. Ich warte einfach. Und ihr könnt mitwarten. Das ist nicht toll. Das sind richtig ereignisreiche Folgen gerade.
mehrere Stunden, wo ich nicht vorankomme. Aber spätestens, wenn wir jetzt in dieser Folge nicht vorankommen sollen, dann versuche ich einfach den Endgegner, komme was wolle. Dann soll mir das auch Jacke wie Hose sein. Weil sonst komme ich hier auch nicht voran. Ich meine, schon eine Stunde haben wir jetzt fast gespielt. Und es kommt einfach nicht. Nichts warum. Danny. Elfman kommt auch. So, wunderbar. Stehen wir doch mal auf. Oh, der kann noch was anderes. Vor dem verbeuge ich mich. Ich bin ein Sunrow. Ja, er ist ganz cool. Mit seiner Großachse und den Lumpen. Okay. Let's get going. Let's get going. Nein? Okay. Auf geht's. Hä? Kommt da nicht rein? Kommt der da nicht rein? Kommt da nicht rein. Ja, das ist der Weg, ganz genau. Aber du kommst da nicht rein. Was macht er jetzt? Er kann hocken. Ist ja super witzig. Ich will auch so eine Action. Ich finde das Beten sehr interessant. Was ist da los, meine Damen und Herren? Müssen wir die wohl erst befreien. Okay, wir müssen die wohl erst befreien. Na dann mal los. Dann habe ich eigentlich schon alles richtig gemacht. Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig. Dann ab nach Hause ohne Pause, ab nach Hause. Bin ich richtig? Ich bin richtig. Auf geht's, Rattenkill. Okay, dann muss man die erst befreien. Das auch erledigt, Leute. Was will er immer von mir? Was will er mir damit sagen mit dieser Geste? Nach dem Motto, was soll das, oder? Ihr macht das schon. Der denkt sich jetzt, ah, hier ist ein Feuer. Okay, habe ich verstanden. Hä? Hat er den nicht besiegt? Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Okay. Hätten wir jenes geschafft. So ein guter Sunbro bin ich nämlich. Ich bin nämlich ein Super Bro.
macht er immer? Macht tiefes Gebet oder was? Okay, manche Schreiben muss man nicht befreien. Aber wir kamen ja nicht in diese Kirche. Das ist ja wohl Fakt. Hallo. Oh, ist ja Danny Phantom? Die Serie? Wir können auch wieder aufsteigen. Danny jetzt. Okay, lasst es uns versuchen. Sehr Truhen gibt es echt wenig bis jetzt. Ich habe jetzt, glaube ich, eine gefunden. Okay, die haben geschossen. Das heißt, wir haben jetzt ein kurzes Zeitfenster. Okay. Alright, guys. Drei Flaggons hätte ich am Start. Müssen wir auf Danny warten. Oh, Mann. Mann, das Herz doch mal weg. Ich glaube, das Gekrissel da ist relativ nervig. Das heißt, er hat das... War der da noch nicht drin? Hat der da den Endgegner noch nicht besiegt? Vielleicht kommt er deswegen nicht in die Kirche. Weil er wieder mit unlauteren Methoden weitergekommen ist. Heilen wir uns. Wo ist Danny? Phantom. Hä? Ich dachte, der ist da durchgegangen. Hier ist er ja. Er steht und guckt. Er guckt und steht. Was ist hier los? Liebe Leute, was ist hier los? Ich habe Zeit. Ich bin noch einen ganzen Tag hier. What do you want? What do you want? Okay, Esther. Ich bin da. Okay, du wirst aber lieber dahin. What is happening? Wo ist Danny? Warte mal, Danny war da gerade. Irgendwie. Der wurde mir gerade nicht angezeigt. Ha? Doch. Er wurde mir nicht angezeigt. Say what what? What the fuck? Say what what? What the fuck? Ach Leute. It's come close and do something. Boah, jetzt hab ich was im Auge. Soundtrack gab es da noch mit bei zur Collector's Edition. Was ich sehr schön finde, dass der nicht extra liegt, sondern mit hier drin ist. Finde ich ganz geil, sowas. Und eine sehr wertige Verpackung. Ich finde es immer schön, wenn es tatsächlich gestanzt ist und nicht nur ein Druck. Auch schöne Drucke sind cool, aber der muss erst wahrscheinlich Leute besiegen. Jetzt, Danny, lieber Kollege.
ist der? Die Weitsicht ist echt phänomenal. Muss man doch gestehen. Die Zeit ist um, liebe Leute. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Ja, ja, ja. Kurze Pause. Ich guck mal, was hier Phase ist. Holt euch was zu trinken. Ach, da ist er wieder. Geht aufs Klo. Für alle, die das jetzt nachholen, man sieht sich das nächste Mal wieder. Für alle Leute, die gehen wollen, vielleicht auch. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge den Endgegner in der Kirche versuchen, unter allen Umständen. Freut euch darauf. Und man sieht sich gleich wieder. Also, dran geblieben.